Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scumble Voucher und mit unserem Böble. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen unsere Reise heute mit der Fahrt zum Bahnhof, aber vorher muss ich nochmal beim General kurz anhalten. Der Böble kriegt heute endlich seine Torte. Ich habe jetzt gestern noch alles Mögliche verkauft, was noch da war, was ich noch loswerden will, und habe nochmal Muni gekauft, um dann festzustellen, dass der Händler auch nur einen begrenzten Vorrat an Munition hat. Ich habe jetzt zwei von den großen Magazinen voll, beim dritten fehlen noch 30 Schuss. Mehr konnte ich leider nicht kaufen. Der Kollege hat kein Muni mehr. Aber damit sollten wir heute klarkommen. Ich bin gespannt. Wir gehen jetzt zum Bahnhof runter. Das Ziel wird sein, dass wir da nochmal die Taschen voll machen an diesen großen Lagergaragen. Ich will aber auch nochmal in dieses Bürogebäude rein, um zu gucken, ob ich wieder eine Horde trigger. Weil damals waren wir ja da drin eigentlich nicht laut. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein fester Horde trigger ist. Und was wäre eine bessere Übung für der Bömble mit seiner neuen Waffe als sowas? Deswegen würde ich das heute mit reinnehmen und gegen Ende der Folge werden wir rüberfahren, schon mal zum Spot für morgen. Da machen wir dann dieses Militärdings. Jetzt will ich aber gucken, ob du meine Torte hast, mein Freund. Da hätte der Bömble nämlich tierisch Bock, verarbeitete Lebensmittel. Wo ist dem Bömpchen seine Torte? Hat er hier die Torte oder hat die Torte vielleicht nur... Hier ist keine, ne? Schokoriegel gibt's hier, Bömble. Keine Abstriche, sagt er. Ist es Spiel? Ich soll keine Abstriche machen. Okay. Frisches Essen, da wird es ja wohl kaum dabei sein, oder? Willst du hier noch eine Banenje oder irgendwas, Bambi? Banenje? Banenje, komm. Die verstopft auch so ein ganz kleines bisschen, ne? Dann kriegst du keinen Durchfall, wenn wir gleich heute in die Action gehen. Okay, die hatte jetzt nichts hier. Die Händlerin, sag ich schon. Saloon, dann war es doch deine Puppe, die dir die Torte immer gebacken hat. Lass mal reingucken. Das muss sein. Bömble kriegt immer seine Torte pro... Die Wandbilder noch gar nichts sehen. Hi, Spatzel. Du, pass auf, ich bräuchte das Törtle. Die werden doch die Torte nicht rausgemacht haben, oder? Ey, Leute, ich sehe die Torte nirgends. Das ist ja eine miese Nummer. Hä? Bömbi, ich glaube, die haben die Torte rausgemacht. Weiß einer von euch, ob die Torte noch im Spiel ist? Ich gönne uns dann anstelle der Torte gibt es einen Kaffee und eine Banane. Ich muss nochmal reingucken, die war immer da, ne? Bömbi habe ich gesagt, dass er, aber wenn ich sie nicht kaufen kann, Bömbi, kann ich sie dir natürlich auch nicht anbieten, ne? Oder die gibt es bloß noch im Dings, im Loot-Shop. Da bin ich immer gespannt, ob da von euch einer eine Info hat. Ich meine, das ist eines der unwichtigsten Details hier im Spiel, aber für der Bömbi halt super wichtig. Super wichtig. So, ich gebe natürlich nicht auf, ich gucke nochmal kurz hier, vielleicht habe ich sie nur übersehen. Du General, Digga, was ist denn da mit der Torte? Was ist denn da los? Kann er sie vielleicht selber machen mittlerweile? Also ich sehe sie spontan nicht, ne? Vielleicht habe ich sie auch übersehen. Scheiß drauf. So, früh am Tag. Wir sind soweit hergerichtet. Ich würde sagen, wir gönnen uns einmal das Banenje. Gucken kurz nach unserem Stoffwechsel. Naja, da ist natürlich jetzt nicht so der Renner. Aber da gibt es weitaus Schlimmeres. Becherle Kaffee. Und anziehen tun wir uns jetzt schon. Ich muss nämlich kurz gucken. Irgendwas braucht man noch. Ich habe das mal so weit sortiert, Leute, dass wir praktisch hier... So. Wenn ich die hier anziehe, die bringt uns natürlich hier ein bisschen was. Ne? Die Buchse würde ich anziehen. Dann haben wir auch entsprechend ein bisschen Platz für Loot. Ja, würde ich sagen. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich dann... Weißt du, ich gehe am liebsten los, wenn der Rucksack komplett frei ist. Oh, die Magazine sind halt schon eine Nummer, gell? Hier sind sie auch nicht ideal aufgehoben, wegen dem hier. Das könnte ich noch hochschieben, aber das bringt ja dann auch nicht wirklich viel. Kriege ich die hier rein? Natürlich nicht. Also einmal andersrum. So, Leute, gleich geht's los. Oh, nee, die passt hier auch nicht rein, also muss ich die im Hauptrucksack lassen. Ah, das ist natürlich blöd. Ist natürlich blöd, aber gibt's auch Schlimmeres, sag ich mal. Guck mal, die passen hier wunderschön hin. Die nicht. Mist. Ist alles nicht so ideal, gell? Das ist alles nicht so ideal, wenn man da ein bisschen Ordnung haben will. Das passt auch nicht rein, zieht er das mal rein da. Gut, Bambi, hilft uns alles nichts. Die Waffe ist zu schwer. Was wiegt denn die? 6,1 wegen ganz minimalem Ding. Gut, Leute, dann gehen wir so los, ja? Auf geht's. Das lasse ich jetzt mal aus, dass er mir nicht gleich wieder schwitzt wie Sau. Rucksack rein und auf dafür. Ich würde sagen, ich fahre schon mal ein Stückle vor, oder? Wo müssen wir denn hin? Ja, ich fahre uns mal bis hierher, die Gegend kennen wir ja. Und dann würden wir hier gleich mal einsteigen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Bürogebäude an.
Ich bin mal gespannt, ob ich das Bürogebäude gleich wiederfinde. Im Moment nehme ich mal alle Waffen mit. Ist natürlich jetzt, wir haben viel zu viele Waffen dabei für so Aktionen. Eigentlich hätte uns auch unser Equipment gereicht, das ich hatte. Aber man will ja auch im Spiel, ist ja Spiel, ne? Da willst du ja auch ein bisschen rumprobieren und so. Und für was sonst bräuchte ich die Knete? So, Leute, ich würde auch fast sagen, dass wir dann da einfach rausgehen, so wie wir jetzt erstmal sind. Sobald ich mich erinnere, wo dieses eine Gebäude war. Und dann streifen wir hier erstmal. Da waren wir auf jeden Fall drin. Ich bin aber dann, glaube ich, ein Stückle weitergefahren noch, ne? Da ist auch noch eine größere Halle. Ja, ich glaube, hier war das. War das nicht das kleine Bürogebäude hier links gleich? Wo wir die Horde getriggert haben? Ich meine, das war dieses kleine Gebäude hier. So unscheinbar, ne? So, Bambi, einfach raus. Trinkst du noch einen Schluck? Trink mal zwei Schluck und lass die Flasche hier, dann habe ich mehr Übersicht. Kann natürlich sein, wenn ich jetzt, wenn ich fünf Kugeln weniger reinmache, könnte es eventuell sogar hinkommen, dass wir so... Wir werden natürlich auch mit dem Katana und so spielen, ne? Das muss jetzt nicht alles... Ich würde es aber schon mal ausrüsten, dafür haben wir es ja gekauft. Okay, das wollte ich schon mal nicht. Das wollte ich schon mal nicht. Wenn, dann würde ich es gerne damit mal... Obwohl, ist die Frage, ich weiß es gerade nicht. Je nachdem, eigentlich sollte man es ja mit Bogen machen, wäre halt billiger, ne? Siehst du, geht's schon los. Der rennt ja. Da wäre dann eher das Katana, die Waffe der Wahl. Hi. Jo. Gut, der ist jetzt nicht repräsentativ. Sind das Kaugummis? Nee, Magazinle. Zack. Boah, ich würde schon gerne einmal mit dem Visier jetzt einen machen. Sobald ich ins Gebäude reingehe, sollte ich aber die Dinge wegmachen, ne? Das Scope. Weil da drin drehst du sonst durch. Ich glaube, das war das. Im Moment sehe ich hier keinen Zombie, Leute. Den ich mal auf die Entfernung machen könnte. Das heißt, wir gehen hier mit rein. Ich glaube, das war's. Okay, ist aber kein automatischer Horde-Trigger, ne? Guck dir das an. Ich gehe trotzdem mal noch hier weiter. Vielleicht kommt es ja erst noch, weißt du? Bobby, sehen wir? Kann man die auch umschalten? Du, dann habe ich war ich lauter, als ich gedacht habe damals, ne? Möglich ist es. Oder der draußen hat die ganze Zeit mich beobachtet. Aber dann kann ja auch eine Horde triggern, wenn sie dich die ganze Zeit sehen, ne? Hier ist jetzt im Moment halt nichts los, ne? Was ja okay ist. Würziger Fleischsnack. Ohne Zuckerwässerle. Dass wir halt irgendwas auch einstecken. Gut, keine Zombies, aber wir gehen ja gleich raus. Da werden dann schon welche auftauchen. Das brauchen wir nicht. Die ist leer. Ich gucke gerade, ob ich so eine Ammo-Box finde. Oh, Knoblauch. Den Akku brauchen wir nicht. Jeans, Schlepplen. Wenn ich den Akku liegen lasse, musst du auch die Schlepplen liegen lassen, große. Gut, jetzt gehen wir wenigstens einmal ganz hoch. Dann sind wir diesem Gebäude nichts mehr schuldig. Ach, guck mal hier. Na ja, klar. Jetzt wäre es geil, wenn ich hier einen sehen würde. Den ich mit meinem Visier...
Bier. Im Moment sehe ich keinen. Gut. So viel zur Übung. Jetzt gehen wir natürlich einmal ganz hoch. Ich finde es ja geil, dass du in diese Gebäude einfach so rein kannst, weißt du. So, wir spähen nochmal. Ist ein Riesengelände, gell? Vielleicht bin ich auch zu weit oben, dass sie mich jetzt einfach nicht sehen können, weißt du? Gut. Lass mich mal überlegen, ob ich hier noch irgendwie... Ja, wir können ja die kleinen Bungalows da noch machen. Ich schätze mal, dass wir da schon auf den einen oder anderen... Guck mal, ich ziehe mal zum Auto rüber. Warte mal mit unserem neuen... Krass, oder? Ist es hier auch mit Luft anhalten? Oh, wie ruhig der das hebt dann. Wie ruhig der das hebt. Sehr geil. Aber tatsächlich ist es eher was, wenn wir jetzt zum Beispiel morgen im Militärgelände sind und ich da eine schöne Übersicht habe irgendwo, dann können wir da mal ein bisschen versuchen. Aber hier jetzt im Häuserkampf wäre das dann, gerade wenn du dann rechtsklickst, weißt du, ist schon übel. Kobis, letzte Mal, ne, hier die Hölle los. Ich schätze mal, als ich hier so gestanden bin, dass der mich da einfach gesehen hat. So, beim Blaus hier. Schalldämpfer haben wir ja drauf. Bin gespannt. Ja, ich laufe absichtlich gerade in der Ego, aber ich kann eigentlich auch... Wir haben noch nicht einen Schuss abgefeuert mit dem neuen Ding hier, ne? Bin gespannt. Da sind doch normal immer welche drin, ne? Wow. Horde. Bestand aber nur aus zwei Zombies oder was? Jetzt haben wir gerade mal 5 Schuss rausgelassen. Die hat auch mehr Durchschlagskraft hier, die Muni, ne? Aber Horde getriggert. Okay, da geht die Muni raus wie nix, wenn ich die benutze. Ne, Pfeile musste keine einsammeln, Bümpler, aber es macht natürlich viel mehr Laune. Es macht natürlich viel mehr Laune. Jo, oder? Ich meine... Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 59. Ja, die zieht ziemlich schnell. Die zieht ziemlich schnell durch das Hintereinander wegschießen. Kann ich die nicht auf Einzelschuss umstellen? Bestimmt, oder? Made in USA, wie das halt alles hier draufsteht. Gut, bei aller Liebe. Ich könnte die Horde auch mit der hier, ganz klar, ne? Aber ich will halt natürlich auch mal ein paar Sachen probieren. Wir machen jetzt mal mit der noch weiter. Dann spare ich mir die teure Muni für die Militärspots, weißt du? Dass ich mir da einfach ein bisschen den Luxus gönne. Das ist ja jetzt hier mehr oder weniger Übungsschuss. Zumal ich ja beim Händler nicht unendlich Muni kaufen kann. Wie wir jetzt festgestellt haben. Oh, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Nicht, Bambi, du kannst ruhig fahren. Brauchst nicht schieben. Brauchst nicht schieben. Gut, das war jetzt eine Horde. 2 kamen von der Tür, 2 kamen hinten aus dem Gelände. Das war jetzt keine große Horde halt.
auf Standardeinstellungen momentan alles. Ne? Letztes Mal waren es mehr. So, jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch das Zielfernrohr auch probieren. Aber das ist ja eigentlich so in vielen Spielen, wo es mit solchen Waffen ist und so, mag ich das unheimlich. Aber da bist du natürlich gegen eine Horde. Brauchst du da nicht mit dem Zielfernrohr. Es sei denn, du hast eine ziemlich gute. So, bei mir, das waren doch die Dinger hier, ne? Dann würde ich sagen, du gehst hier raus. So, und für den Fall... Für den Fall, dass wir jetzt hier eine Horde pullen, würde ich die andere Waffe nehmen. Und für mich die, falls wir irgendwo einen Sprenger sehen, ne? Gut. Ja, die Tasche, das ist ja soweit noch okay. Gönn dir mal noch den Kaffee. Sehr geil. Hey, dann fahren wir nachher gleich rüber, Leute. Oder ich nehme Bogen. Bogen ist halt immer noch am billigsten und am leisesten, aber trotzdem... Eigentlich will ich ja nur Schusswaffen für den Fall, dass ich eine Horde trigger, dass ich einfach reinhalten kann, dass ich mich da nicht irgendwie was... Ich werde auch nicht alle mitnehmen, denke ich mal. Ich werde mich dann schon entscheiden. Und das Katana ist ja auch eine geile Waffe vom Ding her, ne? Guck mal hier, die da. Durch das, dass die jetzt aber schon laufen... Jetzt habe ich eventuell die Chance. Waren aber immer zwei Schuss, gell? Jo, aber das geht ja. Das ist ja easy. Vielleicht machen wir aber auch die Kombo, dass ich die AK-47 dabei habe. Den Bogen, das Katana und dann die Handfeuerwaffe. Und die MP5. Lege ich dann für eine Weile weg. Oder ich nehme die MP5 und verzichte auf die Handfeuerwaffe. Wobei... Ja, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt richtig gut. Ne? Das macht jetzt auch Laune wie Sau. Natürlich, die Panikmomente, die kommen noch. Aber wir müssen uns ja auch nicht in jeden Panikmoment reinbegeben. Ne? Ja gut, Tee und so, das haben wir alles schon mehrfach jetzt. Das ist auch nicht der Raum, den ich eigentlich aufräumen wollte, ne? Ich warte eigentlich die ganze Zeit, dass ich einen Sprenger höre. Drüben läuft übrigens ein Mech, ne? Müssen wir aufpassen, dass der mich hier vielleicht nicht sieht. Zwiebel kann man ja mitnehmen, Karottensaft auch. Sind wir zu weit vorne? Ich glaube, das andere war weiter hinten, gell? Ey, da werden wir morgen auf jeden Fall Laune haben an dem Militärspot. Hier, guck dir das mal an. Nimm das mal mit, weil ich noch nicht ganz genau weiß, was ich als nächstes kochen werde für dich. So, wir wechseln rüber. Wir müssen trotzdem, glaube ich, aufpassen, dass uns der Mech nicht sieht, ne? Boah, jetzt habe ich gerade was gesehen und habe gedacht, da ist jemand. Ist aber nicht. Tee lass mal da. Tu mir einen Gefallen, Katana. Hier war es, gell? Vorne ist einer. Jetzt beste Chance, es mal zu probieren. Ja, die schießt halt immer zweimal raus. Ich muss nachher nachgucken. Nach der Folge. Ja, aber guck mal, wie lange da halt dran schießt, bis das leer ist. Ich muss nachher mal nachgucken, ob ich die auf Einzelschuss umstellen kann, weil das ist ja Salve, glaube ich. Obwohl, nee. Ist ganz normale Maschinengewehr. Ich weiß nicht, ob man das bei der kann. Werden wir aber was rausfinden. 9 mm. Sehr gut. Sehr gut. Mech höre ich draußen. Ist auch sowas, die ganze Muni, die ich nicht benutze, in dem Spielstand, wo ich jetzt schon weiß, dass ich sie nicht benutzen werde. Frachtabwurf in 10 Minuten. Wo kommt er denn runter?
Wenn er auf dem Weg liegt, liegt er nicht. Ich überlege gerade, ob wir hinfahren. Ob wir nochmal einen mitmachen. Weißt du, wie ich meine? Ich muss einfach nur noch tanken morgen dann einmal. Oh, da hätte ich, glaube ich, auch Bock, dass wir nochmal kurz einen Airdrop machen, oder? Hast du die hintere schon gemacht? Nee. Komm, wir machen diese Halle hier einmal komplett sauber. Und dann fahren wir rüber. Desert Eagle Red Dot. Habe ich letztens erst eins verkauft. Aber da kommen ja bestimmt mehr dann. Da können wir nochmal schön Sniperle machen. Natürlich bin ich trotzdem noch hellhörig, nur weil ich jetzt eine gute Waffe habe. Rauchgranate. Hier, guck mal. Geil, oder? Haben wir eins mehr. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Händler, der die Muni verkauft nochmal. Was haben wir hier? Militärischer Köcher. HS9 ist nicht meins. Bauchtäschlern. Wollen wir nicht weiter drüber nachdenken? Komm, wir fahren den Airdrop noch machen zum Abschluss. Morgen geht es dann ins Ding rüber. Beziehungsweise vielleicht können wir den kurz machen und trotzdem schon runterfahren. Dann könnte ich heute noch tanken und dann haben wir morgen den ganzen Tag im Gelände. Schöne Zufälle, wenn die dann gerade runterkommen. Dabei sind wir noch gar. Wie lange sind wir jetzt im Spiel? Die ist sehr wichtig. Toolboxes habe ich nämlich kaum mehr. Durchs Haus bauen. So. Haben auch einige zu der Leuchtspurmunition nochmal Verwendungszweck geschrieben in die Kommis. Sehr interessant, was für eine Einsatzmöglichkeiten man mit diesem Leuchtspurzeug hat. Das sind so Themen, über die weiß ich nicht viel. Das ist immer ganz interessant, da ein bisschen was drüber zu lernen. Hier haben wir nochmal Rauchgranätle. Auch da kamen Hinweise, wie man die schmeißen kann. Hey, das machen wir. Wir fahren zu dem Airdrop, Leute. 10 Minuten haben sie gesagt, ne? Ja, den machen wir mit. Den gönnen wir uns. Welches ist die Torte drin? Dann wäre ja das ganze Ding richtig cool heute, ne? Wo hast du das Auto genau abgestellt? Hier. Jetzt fahre ich mal kurz oben raus, dass die Zombie-Spawns hinter uns liegen. Dann räume ich die Sachen aus dem Rucksack. Ja, wir fahren gemeinsam raus. Ja, aber super. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Schießübungen gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen Gefühl dafür. Das mit dem Red Dot ist okay. Klar, man sieht ja den Zielpunkt, dass die Waffe zweimal schießt. Dass die Waffe zweimal schießt, ist von mir aus verkraftbar. Einzelschuss fände ich geiler. Aber dafür habe ich ja die MP-Dings, ne? Gut. Würde ich sagen, ich werde hier kurz unsere Sachen aussortieren, dass wir gleich startklar sind. Und dann gehen wir zum Airdrop. Achso, halt mal, du willst. Weiß ja gar nicht, wo der ist. Ah, doch, doch, doch. Ich fahre im Prinzip einfach die Straße vor und dann das Stückchen in der Wald. Sehen wir uns gleich. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Zeit verdrödelt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut und habe aber vergessen, hier auf Pause zu gehen. Und zwar im Prinzip, so wie es bei der anderen Waffe auch ist, mit Shift rechte Maustaste check ich es wohl, ne? Und mit Shift linke Maustaste switcht er den Feuermod. Und das geht halbautomatisch, glaube ich, also so, dass ich Einzelschuss verwenden kann. Und Automatik war eingestellt. Jetzt ist es auf Automatik, ne? Achtung, ich drücke, macht er diesen Doppelschuss, Shift linke Maus, umschalten, Einzelschuss. Genauso wie ich es wollte. Also funktioniert. Geil. So. Ich würde sagen, einen Taschenplatz haben wir. Jetzt gucken wir mal, dass wir zum Ding kommen. Zum Loot Drop. Der wird wahrscheinlich schon unten sein. Ich habe nicht so richtig aufgepasst. Wir sind hier. Ich fahre die Straße nach Westen weiter, ne? Das wäre dann hier. Und dann müssen wir mal gucken, wo der runterkommt. Irgendwo. Aber ich glaube nicht, dass er schon da ist. Wir fahren trotzdem mal hin. Die Frage ist nur, wo steige ich ein und wie fahre ich mit dem Auto noch ein Stückchen näher hin? Weil ich habe jetzt im Dings nachgeschaut, bei der Beschreibung im Internet. Und da steht halt auch, dass eine AK-47 halbautomatisch, also Semi-Automatik. Und dann konnte ich sie so umschalten. Ne?
Dann habe ich noch ein besseres Feeling mit ihr halt. So, Leute, ich park mal das Böckler da oben hin. Ich bin wieder. Also mittlerweile treffe ich die. Ach, guck mal, da ist ein Tunnel. Also irgendwo hier wird er runterkommen. Da ich ihn noch nicht sehe, wird er wahrscheinlich noch auf dem Weg sein. Den machen wir jetzt nochmal mit der hier. Lass nochmal kurz gucken, wie viel Muni drin ist. 53, hey, ist das erste Magazin, ne? Aber ist halt eine teure Angelegenheit, weil die Muni haben wir bisher kaum gefunden. Und ich glaube, die ist auch rar, ne? Von meinem Standpunkt aus südlich soll er runterkommen, also irgendwo hier. Da vorne sind die Zombies. Jetzt probieren wir das mal. Bambi, geh mal in die Hocke. Sie ist halt trotzdem recht laut, die Waffe, ne? Steht er da vorne vielleicht schon? Das ist ja eine krasse Scheiße, Alter, jetzt. Da kommt er. Der wird nicht auf dem Auto landen, ne? Ja, also jetzt haben wir wirklich eine gute Bestückung. Boah, du brauchst halt auch nur einen Schuss, ne? Bambi, jetzt sind wir ausgerüstet. Bei den Militärspots kann jetzt nur noch, obwohl das war ja bisher nie deine Schuld. Es ist schon immer meine Schuld, wenn es schief geht. Ich sehe jetzt aber hier nichts. Da kommt der Dropper. Wir haben erst 3 Zombies, also das sind bestimmt noch welche. Schön, schön, schöne Übungsgeschichte. Wir fahren aber noch heute gemeinsam rüber ins Gelände. Ich verkaufe dann bei uns daheim alles. So. Da ist noch einer. Ja, es ist ein Bambi Science. Können wir gleich mal gucken, wie viel Schalldämpfer, wie viel vom Schalldämpfer schon kaputt ist, ne? Du musst deine Dinger holen, Großer. Dein Schraubendreher-Set. Tu mir einen Gefallen. Lass die Waffe im Auto. Jetzt weiß ich nicht, wo ich mein Zeugs hin habe. Scheiße. Entweder hier, hier oder hier. Hier ist das, was ich behalten will. Hier ist leer. Oh. Hast du die vielleicht einstecken? Ja, Schraubendreher habe ich einstecken. Dann brauche ich die Box. Dann brauchen wir die Box. Naja, müssen wir mal kurz rumsuchen. Ich habe das jetzt gerade nicht im Schirm. Dietrich-Box, ne? Irgendwo habe ich eine. Ich sehe sie nicht. Mist. Doch, da ist sie. Alles klar, wir können los. Ich räume nachher ein. Gehen wir erstmal. Wo hat dann jetzt sein Katana hin, Leute? Das ist für mich nix. Wann habe ich ihn das wieder fallen lassen? Das habe ich wieder irgendwo fallen lassen. Muss ich gleich gucken, dann fahre ich hin und hol's. Je. Das ist durch diesen Waffenswitch, ne? Ab und zu passiert es dann. Dann hast du plötzlich die Scheiße irgendwo hingelegt und kriegst es nicht richtig mit. Da sind doch bestimmt noch welche irgendwo. Naja, Zeit ist noch genug. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hingelegt habe. Ich krieg das dann manchmal nicht mit und ich denke dann auch nicht dran, ne? Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Take, 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 Handwerk,
Dietrich. Ist bestimmt irgendwo draußen im Ding passiert. Am Gelände unten, weißt du? Und wenn ich Pech habe, an der Stelle, wo ich umgeswitcht habe, umgeladen habe. Ich schätze aber, die liegt auf dem Weg am Bahnhof. Ja, die würde ich mir schon wiederholen, ne? So, jetzt machen wir erstmal die Schränke auf. Einer. Zwei. Ah, Bambi. Muss ich noch einen Dietrich nachcraften, geschwind. Aber ich mache erstmal weiter. So, den hier noch und den nebendran, ne? Jo, ich lasse die Handschuhe auch mal an, dann. Was weißt du, wie gut wir werden, wenn ich mal keinen Handschuh anhab? Ach Mensch, das ärgert mich jetzt mit dem Katana irgendwie. Aber gut, was willst du machen? Ist jetzt schon passiert, ne? Okay, hier haben wir wieder Vorräte. Ich wollte aber den erst aufmachen, bevor ich alle durchgucke. So, alle offen. Den ersten haben wir durchgeschaut. Wasser, Milch, die Brause lasse ich hier. Dann den da vorne. Lässt sich gut verkaufen. Die ist arg groß, zieh die mal an so lang. Ah, du hast hier die gleiche schon. Dann hier. Den nehmen wir natürlich mit. Dann hier. Ist ja unglaublich, oder? Hä? Die ist doch bestimmt genauso gut wie bei der AK-47, oder, Leute? Naja, 100 Pro ist wahrscheinlich selbe Waffenart, oder? Ist so geil. Das ist immer geil jetzt mittlerweile, weil wir ja auch viel damit machen. Da brauchen wir auch ab und zu Reinigungskits. Ja, ist auch wieder eine gute Ansammlung an Loot, ne? Und diesmal kriege ich alles rein. Bis auf die Brause, aber die brauchen wir ja nicht unbedingt. Gut. Wenn ihr jetzt noch wisst, wo ich das Katana abgelegt habe, soll man noch kurz gucken? Ich schaue mal eben nach. An der Stelle, an der ich wegfahren bin. Ansonsten Lootjob-technisch natürlich Böbles der Metier. Das hat er mittlerweile einigermaßen drauf. Ich guck mal eben nach. Ich glaube, hier muss ich rein, ne? Zumindest geht es hier auch runter zum Strand. Und das Ding ist ja am Strand. Wow, Bimbi, ganz knapp am Baum. So. Dann würde ich nochmal auf morgen alles sortieren. So, dass wir startklar sind. Dass wir morgen auch wirklich die komplette Folge über dort sein können. Wird nochmal kurz festspannen, gucken, dass er alles hat, was er braucht. Wir haben ja auch diese Fleischklößchen da gefunden im Automat, ne? Ja, war eine knappe Geschichte. Haben wir es auch gerade gedacht. So, und dann schleichen wir uns da morgen gemütlich rein. Ja, ich erinnere mich an dieses Gelände. Wir sind aber von der anderen Seite, glaube ich, rein damals. Glaube ich. Wir fahren einfach mal hintere. Hinten war auch noch ein Tor. Und da sind wir, glaube ich, rein damals. Da steht er schon und wartet drauf, dass wir morgen... Hier sind wir auch schon mal gelaufen. Kann das sein, dass ich hier mal irgendwann meine Sachen verloren habe? Da stehen die ganzen... Hier werden ja die Mechs produziert in dieser Fabrik hier, ne? Ein paar davon stehen nämlich... Da guckt ihr den an. Hier ist ein Tor und ich glaube, wir sind hinten an dem Gebäude rein. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren in diesem einen Trakt hier links drüben... Jo, ich erinnere mich an die... Da war irgendwo ein Bürostockwerk, ziemlich weit oben, wo, glaube ich, verschlossene Schränke waren. Dürfen wir nicht vergessen, nicht, dass ich da morgen drin stehe ohne Dietrich. Hier bin ich damals rein, hier würde ich auch das Auto jetzt abstellen. Vielleicht ein bisschen im Schatten. Bambi wird, denke ich mal, auch noch eine Runde schwimmen gehen, bevor wir morgen losgehen. So, hier. Hier starten wir morgen. Und dann gucken wir, dass wir wenigstens bis vor in die Hallen kommen. Ne? Freue ich mich schon drauf. Leute, ganz lieben Dank für die Runde. Ein bisschen eingeschossen bin ich. Das mit den Waffen verlieren, da muss ich nochmal hin. Siehst du,
Die liegt jetzt auch nicht mehr auf dem Schnellzugriff. Das ist auch gar nicht meine. Die habe ich nämlich hier reingelegt. Ach, das ist meins. Am besten nur ein Zweihandhammer und eine Schusswaffe im Halfter und fertig. Alles andere ist doch für mich eh schon zu viel. Hier ist das gute Stückle. So. Siehst du, die liegt nämlich auch nicht mehr auf dem Schnellzugriff. Jetzt weißt du aber warum. Oh, Alter. Ich habe meine Kisten nicht eingeräumt. Das ist einfach meine Welt. Gut, wir sehen uns hier morgen wieder. Ich gehe mal noch eben meine Kisten holen. Bis dann.